Hi Leute, heute mache ich ein Tutorial, wie installiert man Eclipse, also how to install Eclipse. Für diejenigen, die es nicht wissen, Eclipse ist eine IDE, eine Entwicklungsumgebung. Auf Englisch weiß ich jetzt leider nicht auswendig. Development Environment, das I weiß ich leider nicht. Steht wahrscheinlich für Entwickler. Keine Ahnung. So, wie installiert man das? Da gibt es verschiedene Lösungen. Kommt natürlich auf das Betriebssystem an. Ich habe hier Windows, kann deshalb auch nur die Installation, also wie man es auf Windows installiert, zeigen. Da fängt man an, nämlich als allererstes muss man das aktuelle JDK, also Java Development Kit, installieren. So, dazu geht man auf folgende Seite. Erstmal startet erstmal seinen Browser. Geht dann auf folgende Seite. Ich hoffe, die ist noch aktuell, sonst muss ich es per Google suchen. So, ich habe die Adresse hier aufgeschrieben. Hoffentlich auch richtig abgeschrieben. Jetzt, also abgetippt jetzt dann. Ja, passt noch. So, ich lese sie gleich nochmal vor. Für diejenigen, die lesefaul sind. Okay, ob es das aktuelle weiß ich nicht. Vor einem Jahr war es noch aktuell, also vor einem Jahr, wo ich das jetzt hier aufnehme. So, wo war ich jetzt? Downloads 188.0.260.html. So, die Adresse ist http://, also Strickstrich, bedeutet slash, www.oracle.com/technetwork/java/java/c/downloads/jdk7-download/188.0.260.html. So, ich hoffe, das ist noch aktuell. Okay, Cookies von mir aus können Sie machen, mir ist das egal. So, dann als nächstes, ich habe mir die Anleitung hier, also ich habe hier die Anleitung aufgeschrieben, wie man es installiert, weil das doch ein bisschen zu krass ist. Noch beachten, es ist wichtig, dass ihr das JDK installiert und nicht das JRE. Das, wo ist denn das? Nein, nein. Ich sehe es gerade nicht. Auf jeden Fall das JDK. Es heißt, JRE ist übrigens die Abkürzung für Java Runtime Environment. Also die Java Laufzeitumgebung sozusagen. So, wo ist es denn? Mal sehen, das hier sind Demos, brauchen wir nicht. Das sind auch Demos. Wir brauchen also das hier. Java SE Development Kit 7U65 ist es. So, da müssen wir hier auf Akzeptieren drücken. Dann können wir downloaden. So, was brauchen wir? Nein. Also hier gibt es verschiedene. Hier gibt es Linux, Mac OS X, Solaris. Hier unten gibt es Windows. Oh. Oh, verdammt. Ich weiß nicht, ob ich ein x64 oder x68 habe. Das müsste in der Systemsteuerung zu finden sein, glaube ich. Ah, wo war es denn? System und Sicherheit. So, wo ist es denn hier? Irgendwo hier müsste es sein. Nein, nein. Ah, System. So, wo ist es? Hier, 64-Bit-Betriebssystem. Dann wisst ihr auch, wie man das nachsieht. Ich brauche also das hier. Was ihr braucht, das müsst ihr selbst entscheiden. Das kann ich ihr natürlich nicht sagen. So, und wichtig hier, es ist das JDK. So, das einfach draufklicken. Und dann kann man es hier herunterladen. So, das dauert jetzt ein bisschen. So. Dann. Ja, müssen wir jetzt erst warten, bis es runtergeladen ist. Das geht ganz schnell. Es sind nur noch 25 Sekunden. Können wir jetzt auch schnell warten? Das schneide ich jetzt nicht extra. Die paar Sekunden. Ein bisschen schneller. Ich könnte schon mal den Ordner öffnen. Zielordner anzeigen. 12, 11. Komm schon. Oh, 5, 4, 3. Ah, springt gleich auf die 2. Und fertig. So. Doppelklicken. Akzeptieren. Also. Nicht akzeptieren. Wie heißt das? Weiß ich nicht. Irgendwie so erlauben. Ach, erlauben ist das Wort.
So, hier dann Next. So, dann mache ich jetzt einfach hier Next, weil das passt alles so. Also für mich jetzt. Dann installiert er es. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten. Das könnte unter Umständen ein bisschen dauern. Wenn es zu lange dauert, werde ich es schneiden. Ich werde auf jeden Fall hier das hier schon mal löschen. Das brauchen wir nicht mehr. So, Internet werden wir den dann gleich nochmal für Eclipse brauchen, um Eclipse herunterzuladen. Denn im Augenblick laden wir nicht Eclipse runter, beziehungsweise installieren es heruntergeladen. Haben wir es ja schon. Wir installieren nur die Entwicklungsumgebung für Java, nicht Eclipse selbst. Ah, das ist auch schon fast voll. Ah, und Removing Files, Copying New Files. Ja, komm. Und Extracting Installer. Was? Muss ich dann nochmal installieren? Das hatte ich irgendwie anders in Erinnerung. Egal. Ich habe das schon mal gemacht. Aber das hatte ich. Ja, egal. Warten wir noch ein bisschen. Großer Installer. Und, ja, gleich. Gleich ist er fertig. Komm schon. Na, mach schon. Ein Strich noch. Class Data Sharing ist wohl ein bisschen groß. Nein, hier jetzt. So, das, ja, das passt schon, next. Hallo? Keine Rückmeldung, na bravo. Ah, jetzt. Okay, das Fenster solltet ihr kennen, das taucht auch immer wieder auf, wenn ihr Java aktualisiert. Sofern ihr Java nützt, wovon ich ausgehe, da Java auf den meisten Betriebssystemen läuft. Und auch für vieles, vor allem im Internet, auch für vieles notwendig ist. Für die meisten Spiele auch. Okay, für die meisten Spiele eigentlich nicht. Für einige Spiele. So, Dateien werden entfernt. Ja, ein bisschen schneller. Copying New Files, ja. Jetzt mach schon. Übrigens fällt mir gerade ein, weil ich sehe, NetBeans IDE ist etwas, was ist auch eine Entwicklungsumgebung, so ähnlich wie Eclipse. Allerdings ist Eclipse besser. Also ich habe mit beiden schon programmiert. Eclipse gefällt mir persönlich mehr. Also was heißt, Eclipse ist besser. Jedem das seine, aber mir gefällt persönlich Eclipse mehr und alle, mit denen ich schon zu tun hatte, gefällt Eclipse auch mehr als NetBeans. So. Die Next Steps überspringe ich jetzt, denn das war's eigentlich schon. So, das können wir jetzt schnell minimieren. Das brauchen wir nicht mehr. Hoffe ich zumindest. So, was wir jetzt brauchen ist, wir müssen nachsehen, ob es auch wirklich korrekt installiert wurde. Und das machen wir, indem wir machen wir folgend. Wir öffnen die Windows-Konsole und das machen wir hier, Eingabeaufforderung. Mal sehen, das müsste unter. Was war's? Ich glaube Windows R war's. Ja, Windows R für diejenigen, die es nicht hier drin haben. Dann den CMD für Command eingeben. Dann öffnet sich dieses kleine Fenster hier. So, und da müssen wir jetzt Folgendes machen. Einmal Java C, Leerzeichen, Strich, Version und dann Enter. Versuchen wir mal Java. Java funktioniert. Okay. Java funktioniert, Java 10 nicht. So, dann kommen wir schon mal zu. Ich hatte gehofft, dass es nicht passiert, dass beide
etwas, eine korrekte Antwort liefern. Es kann passieren, dass beides oder eins von beiden keine korrekte Antwort, also erstmal zum Normalfall, wenn beide Befehle eine korrekte Antwort liefern im Sinne von diesem hier, dann seid ihr fertig. Dann könnt ihr direkt mit Eclipse weitermachen. Sollte eines von beiden oder Blödsinn, sollte eines von beiden oder sogar beide eine Fehlermeldung abgeben, so ähnlich wie das hier, dann müsst ihr folgendes etwas lösen. Dann mache ich jetzt hier. Also vermutlich sind dadurch die Path-Variablen falsch oder überhaupt nicht gesetzt. Die müssen wir setzen. Das heißt, gehen jetzt zur Systemsteuerung, machen da, wo ist es, System und Sicherheit, gehen dann auf System, auf die erweiterten Systemeinstellungen hier. Also übrigens, ich benutze Windows 7, steht hier. Also für andere Windows Versionen ist das ähnlich, aber nicht unbedingt 1 zu 1 gleich. Versucht es einfach mal. Wo war ich jetzt? Auf Erweitert. Wo ist es denn? Ach, bin ich schon. Und dann Umgebungsvariablen. Die haben wir hier. So, dann brauchen wir eine neue Benutzervariablen. Die sind hier. Da machen wir jetzt eine neue. Der Name ist Java Home. So, der Wert ist C Doppelpunkt Backslash Programme Backslash Java Backslash JDK 1.6. Fragt mich nicht, wie er darauf kommt, das habe ich auch von unten, diesen Befehl hier. Ich macht es einfach. Sollte funktionieren. So, dann die Systemvariable Path. Die muss es ja auch irgendwo geben. Hier Path. So, bearbeiten. Die soll man nämlich erweitern, also bearbeiten. So, mit vorherigen Path, also das hier, einfach ganz nach rechts, bis es nicht mehr geht. Dann Semikolon, also Strichpunkt. C, ohne Leerzeichen alles. C, Doppelpunkt. Ja. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ihr könnt Leerzeichen auch machen. Das wird ignoriert. Backslash Programme. Backslash JDK 1.6. Nein, jetzt war. Ups. Nach Programme kommt erstmal Java. Backslash. Bin ich 1 zu weit gerutscht? Jetzt kommt JDK 1.6. Slash bin. So. Ups. Ja. Ich habe einen Fail gemacht. Jetzt lese ich es da unten, die Notiz, die Pfade, die hier als Beispiel angegeben sind, durch den Installationspfad ersetzen. Na toll. So, wo waren das? C Programme war das, glaube ich, oder? Java, JDK, das hier war's. Genau. Einfach hier draufklicken, kopieren. So. Den Bin haben wir hier drin, das passt dann schon. Oh. Da. So, okay. Und dann muss das hier natürlich auch noch ersetzt werden. Okay. Das müsste jetzt funktionieren, hoffe ich. So, versuchen wir es nochmal. Vielleicht nochmal neu starten. Es könnte sein, am besten immer neu starten, weil es könnte sein, dass es Probleme dann gibt. So, als erstes testen wir nochmal Java, weil das hatte schon vorher funktioniert. Es funktioniert auch weiterhin. So, und jetzt Java C, genau. Java C funktioniert, gibt diesen Befehl. Das passt dann schon mal. Also jetzt ist es das JDK, das Java Development Kit, korrekt installiert. Jetzt erst geht es weiter mit Eclipse. So. Dazu gehen wir, ich habe mir auch hier die, also auch hierzu ist die Internetseite notiert, http doppelpunkt slash slash www.e, richtig schreiben sollte ich schon, eclipse.org slash downloads slash, ja, das war schon. So, und jetzt die passende Eclipse-Version runterladen. Normalerweise, also gibt es hier verschiedene Versionen.
Hier, das sind Packages und Solutions. Ich werde hier die, hier noch für Windows, ich werde die Standardversion runterladen, Windows 64-Bit. So, für Germany. Ich will natürlich das Deutsche. Okay, Datei speichern. Muss ich offenbar doch nicht die E-Mail-Adresse machen. Ah, Eclipse Newsletter. Okay, das will ich nicht. So, das dauert jetzt wieder ein bisschen. Sie sollten anzeigen lassen. So, also wer will, kann sich hier jetzt noch für den Newsletter anmelden. Wer unbedingt wissen will, was es alles Neues bei Eclipse so gibt, welche Packages, vielleicht eine neue Version draußen. Vielleicht machen sie auch ein komplett neues Programm, was weiß ich. Eine komplette neue Entwicklungsumgebung, vielleicht auch mal, was weiß ich, C++, C, C-Sharp, COBOL, Python, was gibt's sonst noch? Keine Ahnung. Visual Basics gibt's, glaube ich, noch. Ja, okay, das ist eigentlich für Windows. Ja, egal, was auch immer noch gibt, was sonst noch. So, 40 Sekunden noch. Ja, ich glaube, das werde ich auch nicht schneiden, das geht noch relativ fix. So. Okay, das ist sogar sehr praktisch. Eclipse muss nämlich nicht installiert werden, sondern es muss einfach nur entpackt werden. Lese ich hier gerade. So. Also, es ist fertig. Dann können wir das auch schließen. So, also einfach nur mal hier entpacken. Dauert jetzt ein bisschen. Ich habe mal gelesen, Eclipse hat mehr als 550.000 Klassen. Das ist schon eine Menge. Naja, gut, die meisten werden davon abstrakt sein oder Interfaces oder sonst was, aber es sind dennoch eine Menge. So, jetzt haben wir hier Eclipse und durch diese Anwendung, durch diese Excel können wir Eclipse starten. Eclipse Luna heißt es. Ah ja, okay. Muss neu sein, ich glaube, ich habe noch die 3. noch was Version, glaube ich. So, hier können wir jetzt eine Workspace machen. Das ist der Ordner, in dem alle Projekte gespeichert werden. So. Ich mache das jetzt mal folgendermaßen. Eigene Dokumente und da einen neuen Ordner erstellen und den nenne ich Eclipse-Projekte. So. So, das als mache ich jetzt, damit er nicht nochmal fragt. Das kommt beim ersten Mal starten immer, egal. Auch wenn ihr ein neues Package installiert, kommt das beim ersten Mal starten immer. So, das müsste jetzt. Das dauert jetzt ein bisschen, weil jetzt noch die Entwicklung. Also das. Ach, das ist eh schon. So. Welcome! Also da gibt es jetzt einen Überblick, Tutorials, was New Samples. Das ist alles auf Englisch. Sprache. General. Sprache, wo steht das? wo ist denn das? Ich habe mir doch das Deutsche runtergeladen. Ich wollte das Deutsche. Okay, hier glaube ich nicht. Oder ich habe es überlesen. Search. So. Deutsch. Vielleicht findet er da was. Hier. Web Search. Was? Web Search? Nein. Mist, jetzt startet er mir oder was, oder? Nein. Lassen wir es. Auf jeden Fall ist das hier dann das normale Entwicklungsfenster. Hier ist der Package-Ordner dann. Da könnt ihr neue Projekte machen. Das Ihr geht über diesen Button hier, da könnt ihr ein neues Projekt machen. Für gewöhnlich habt ihr ein normales Java-Projekt. Und ja, ich glaube, das werde ich jetzt nicht erklären, das solltet ihr normalerweise wissen. Was hier rechts ist, weiß ich jetzt auswendig leider nicht. Ich glaube, das habe ich fast noch nie gebraucht. Und hier wird der Code geschrieben, hier in der Mitte.
Hier könnt ihr ein neues Package hinzufügen, hier eine neue Klasse, beziehungsweise ein Interface, ein Enum, Annotation oder eine Testcase oder was weiß ich. Das war's auch schon. Dann gibt es hier noch den Debug-Modus, hier könnt ihr es laufen und das hier ist der Runlast-Tool. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gebraucht. Na, auf jeden Fall war es das. Ich hoffe, das war euch hilfreich und wir sehen uns dann beim nächsten Tutorial. Ciao, Leute!